Hallo ihr Lieben, ich bin Andrea aus der Basteloase. Ich grüße euch und heute mal ein anderes Video. Und zwar habe ich ja die Diamond Press. Die ist total cool, weil man nur diesen Prägefolder braucht, um zu prägen. Und der Prägefolder ist nämlich ziemlich breit. Ich zeige euch mal die Maßen. Und zwar hat der ganze 11 cm mal 16 cm. So, und man braucht dann immer nur den Prägefolder da durchjagen und schon hat man gestanzt. Und das geht so, so toll. Der Nachteil bei diesen ist natürlich, dass diese Prägefolder sich ratzifatzi verziehen und eben halt auch, dass man dann 9 braucht. Und ich habe da eine Idee gehabt und es ist so genial und das wollte ich euch kurz erzählen. Und zwar, als erstes mache ich den Prägefolder, dass ich ihn hier aufschneide, so dass ich nicht nur so machen kann, sondern auch noch in sich den drehen kann. So, und dann zeige ich euch jetzt mal mein Prägefolder. Das ist mein Prägefolder. Könnt ihr sehen, so sieht er aus. Und wie ihr seht, habe ich da schon, ich weiß nicht wie oft, drin rumgestanzt. Also wirklich, das ist mein allererster, den ich in Gebrauch habe. Und ich benutze ihn und benutze ihn und benutze ihn und benutze ihn. Und ich habe ja, wie gesagt, das auseinandergeschnitten, so dass ich diese Prägefolder in sämtlichen Richtungen wechseln kann. Das ist total wichtig. Und mein Prägefolder war jetzt auch schon so ein bisschen in sich verbogen. Also in sich so ein bisschen verbogen. Und ich habe dann Folgendes gemacht. Die Idee ist mir gerade heute Morgen mal gekommen. Ich habe gedacht, ich probiere das mal aus. Und das hat funktioniert. Und zwar habe ich mir Backpapier genommen und habe den Prägefolder dazwischen genommen und auf kleiner Stufe gebügelt. Ich habe es erst, also auf maximal Stufe 1 habe ich jetzt zum Schluss eingestellt. Ich hatte erst Stufe 2 und da ist mir so ein klein bisschen geschmolzen, der Prägefolder, also nur maximal Stufe 1. So, dann habe ich das gebügelt, dann habe ich den nächsten genommen und habe den auch gebügelt. Und dann habe ich sie beide zusammen nochmal reingetan und habe sie gebügelt, so dass sie richtig schön heiß waren. Und dann habe ich das Ganze so, wie ich das, so wie es jetzt ist, mit dem Backpapier und der Folie, die Folie war richtig heiß, habe ich das unter meine Kartons gestellt, so dass das richtig Gewicht hatte und habe das unter den Karton auskühlen lassen, 10 Minuten und dann waren die so, also wieder richtig plan und ich bin dann zum Waschbecken gegangen und habe sie einmal abgewaschen, weil das, was da so drinne war, ist nämlich alles rausgefallen und sie funktionieren. Ich habe damit jetzt auch schon wieder geschnitten und ja, wunderbar. Ich bin ganz begeistert. Das werde ich vielleicht noch ein oder zweimal machen und dann werde ich mal langsam den Folder wechseln. Aber wie ihr seht, kann man damit also richtig viel noch ausstanzen. Und also ich weiß nicht, wie gesagt, also ihr seht das ja, wie viel der gebraucht ist. Ich mache das mal so auf weißem Papier hier. Ne, sieht man das noch weniger. Vielleicht auf schwarzen hier, so auf schwarzen sieht man das vielleicht besser. Also da ist richtig, richtig viel gestanzt. Ja, das wollte ich euch noch mal mitteilen, dass das so super funktioniert, falls ihr auch die Diamond Press habt. So ihr Lieben, das war's erstmal. Ganz liebe Grüße, bleibt gesund. Andrea aus der Basteloase.